Ich darf euch heute die nagelneue, wunderschöne Bare Pro Liquid Foundation von natürlich Bare Minerals vorstellen. Die liebe Kerstin ist da und ich zeige euch jetzt, wie das Produkt auf der Haut wirklich aussieht. Ich nehme zunächst 2 bis 3 Pumpstöße auf den Handrücken. 2 reichen eigentlich auch schon komplett aus. Dann nehme ich dann dazu noch den Foundation-Pinsel und nehme das Produkt erstmal mit dem Pinsel vom Handrücken auf. Der Pinsel ist aus einem Synthetika, daher bleibt das Produkt nur auf der Oberfläche liegen, zieht nicht ein. Und dann fange ich von der Innenseite des Gesichtes, meistens fange ich unter den Augen an und klopfe das Produkt erstmal mit dem Pinsel auf die Haut ein. Wenn ihr den Pinsel streicht, dann verteilt ihr das Make-up und es wird eher leicht deckend. Wenn ihr aber eine eher stark deckende Deckkraft haben wollt, dann den Pinsel eher tupfen, denn so bleibt das Produkt auf der Stelle, zieht da ein, wo ihr es aufgetragen habt und damit könnte man dann auch zum Beispiel diese leichten Sommersprossen, Pigmentflecken, die Kerstin hat, auch abdecken. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, hat dieses Make-up eine wirklich schöne Deckkraft. Für all diejenigen, die eine etwas leichtere Deckkraft sich wünschen, könnten dieses Produkt auch in ihre Tagespflege mit reinmischen. Das Tolle ist auch wirklich, dass es einen Sonnenschutzfaktor 20 beinhaltet. Also die meisten Make-ups haben nur 8 oder maximal 10. Aber mit einem 20er Sonnenschutzfaktor seid ihr natürlich schon perfekt aufgehoben. Auch schön ist, dass die Haut schon wirklich direkt so ebenmäßig und matt wirkt. Das liegt an einem Bambuspuderextrakt, was in dem Make-up enthalten ist. Und dadurch bekommt ihr halt auch wirklich eine ordentliche Deckkraft hin, ohne dass man halt zu zugekleistert aussieht, dass das Make-up zu stark wirkt auf der Haut. Es hat immer noch einen sehr natürlichen, schönen Finish.